Woher ist die Kappe? Ich möchte nicht prahlen, aber ich habe sie dem wahnwitzigen Dick Genie abgerungen. Wer ist Dick Genie? Oh, ein wunderschöner zweiköpfiger Buddha. Oh, danke. Ram Dass hat ihn mir geschenkt, als wir den 35. Dirty Dancing Welterleuchtungswettbewerb gewonnen haben. Oh ja. Was weißt du über dieses Kanu? Eine Antiquität von unschätzbarem Wert. Warum steht es dann in einem Lokal und nicht im Museum? Ich finde es wichtig, dass die ungewaschenen Massen etwas von der kulturellen Vielfalt mitbekommen. Ich weiß nicht, welche Beschreibung besser auf dein Essen passt. Ungewaschene Massen oder kulturelle Vielfalt? Ist das von einem echten Schiff? Ja, der Multimillionär Richard Branson hat es mir geschenkt, als ich mit ihm den Pazifik in Rekordzeit überquert hatte. Ist Branson nicht Brite? Warum sollte der den Pazifik überqueren? Um auf die andere Seite zu gelangen, du Dummerchen. Okay. Warum trägt der Hai ein Hawaii-Hemd? Midlife-Crisis, weil ihm kein Pferdeschwanz gewachsen ist. Was? Schöne Schneeschuhe. Das sind Tennisschläger. Mit denen habe ich Andre Agassi und Pete Sampras geschlagen. Warum haben die solche Fußriemen? Weil ich sie an den Füßen getragen habe. War ein hartes Spiel. Okay. Ich sehe eine Trichinose in unserer Zukunft. Schöne Skulptur. Das ist eine Erinnerung an meine Tage als Voodoo-Königin. Halte ich für unwahrscheinlich, dass du eine Voodoo-Königin warst. Deshalb war ich auch so erfolgreich. Keiner hat mich kommen sehen. Ah, hier hinten sind noch Fotos von Gandhi zum Beispiel. Schauen wir uns erstmal noch den Mumienbehälter an. Dieser Mumienbehälter sieht wie echt aus. Wie echt? Er ist echt. Das ist der Sarkophag des Prinzen Peptus Bismuth. Okay. Den Boomerang können wir nicht... Palme? Das ist aus Plastik. Ah. Wie alles, was aus L.A. kommt. Ah ja. Vorsicht, Rinder. Gandhi. Gandhi? Ein großer Fan unseres Cheeseburgers mit Doppelspeck. Gandhi war vegan. Nee, der war Frutarier sogar. Der hat nur gegessen, was nachwächst. Also Früchte. Ja, Früchte. Punkt. Ich fasse es nicht. Napoleon hat hier gegessen. Kann ich. Er hat die ganze Zeit die Hand auf dem Bauch gehabt, um sich nicht zu übergeben. Ah. Halt. Okay. Mutter Teresa? Lausiges Trinkgeld. Was zum Teufel? Eine Fackel. Das scheint eine einfache alte Fackel zu sein. Ja, das ist eine einfache alte Fackel. Damit habe ich gegen die fleischfressenden Troubadore der Philippinen gekämpft. Ah ja. Genau das, was wir brauchen. Noch mehr Sachen, auf die man schlagen kann. Ein Gong, ein Alphorn und ein paar Djembes. Was für ein höllisches Jazz-Trio. Mhm. Ricola! Entschuldigung, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Eine einfache... Okay. West Dakota. Strolli hat sich wirklich einen Namen gemacht. Alle 10 Meter ist eine... Ist ein Dixie-Klo, also so, wo man halt auf Toilette gehen kann. Die Philippinen. Komm zum Hahnenkampf. Nachher gibt's Huhn. Oh Mann. Titicacasee. Das kann nicht wahr sein. One way in beide Richtungen. Schauen wir noch die Tubebox an. Hey, Stinky. Du hast meine Hitsingle vom Finale der peinlichen Idole. Die Lebensmittelbehörde verlangt, dass ich Erbrechen herbeiführen können muss. Ich höre nichts. Ah, doch, ein bisschen hört man's. Okay. Das ist die Titelmusik, glaube ich, ne? Ja. Okay, also da singt dann quasi der Sam mit den Limolausern zusammen. Was macht denn Sybil hier? Ich warte, ich gehe nochmal nach links und schaue nochmal die anderen Bänke an. Und die Ampel?
ausgeliehen an der Ecke von Totenmannskurve und Blindenallee. Ein herrlicher Wikingerhelm. Aha. Das ist ein Andenken an meinen Auftritt mit Pavarotti in Wagners Ring. Wow, welche Rolle hast du gesungen? Na, das Mädel natürlich. Okay. Komm, schauen wir uns mal die Quizfrage an. Okay, dann sagt mir mal alle eure Antwort. Fangen wir mit dir an, Sybil. Ich habe A genommen. Aber natürlich, Schatz, weil es falsch ist. Ich habe auch A genommen. Wie süß, Mr. President. Aber auch sehr, sehr falsch. Die Antwort ist D. D. Nein, tut mir leid. Das ist falsch. Unsere Kakerlake. Wir haben auch A genommen. Das ist leider ein Quiz und keine Bundestagswahl. Falsch. Die richtige Antwort lautet B. B? Lügner. Gut, nächste Frage. Ein Wochentag liegt zwischen Dienstag und Donnerstag. Welcher ist es? A. Tag des jüngsten Gerichts. B. Mittwoch. C. Guten Tag. D. Menachem Begin. Ach du Schande. Also wir müssen wahrscheinlich die Leute dazu bringen, dass sie A, B, C und D nehmen. Dann kommt Stinky nämlich aus der Sache nicht mehr raus. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Clark Gable war hier. Ich bin überrascht, dass seine Ohren durch die Tür passen. Musst du gerade sagen. Stimmt. Schau mal, Max, unsere kleine Abhörwanze. Na super. Da schaffe ich es endlich, von meiner Familie loszukommen. Und dann habe ich euch zwei vor der Nase. Kann man hier als Wanze nicht mal in Ruhe ein Schwefelbrötchen verzehren? Oh. Ich bin zurück. Ich werde deine Eingeweide fressen und deine Seele verschlingen. Was zum Teufel? Ach ja, der hat ja irgendwann mal, hat Max mit der Abhörwanze einen Exorzismus aufgenommen. Und ich glaube, das hat er gerade wieder zitiert. Warum hast du die Dämonplatte aufgelegt? Ich habe PISS, eine postinsektizide Stressstörung, weil ich davon Flashbacks bekomme. Wie das? Ich brauche nur einen Hauch von etwas Altbekanntem. Dann kommen die Erinnerungen wieder mit voller Wucht. Oh je. Muss wohl Schwefel in der Luft gehangen haben bei der Teufelsaustreibung. Oh, das war Schwefel? Ich dachte die ganze Zeit, du hättest einen 200-pfündigen Furz gelassen. Nein, das war Schwefel, ehrlich. Okay. Seit wann hast du diese Flashback-Störung? Seit dem erfolglosen Sturm meiner Kompanie auf Hamburger Hill. In Vietnam? Negativ! Hamburger Hill, hinter den Burger-Kumpels auf der 5. Straße West. Hier riecht's nach Pheromonen. Charlie war in Wanzenmotels. Wanzenmotels! Was hast du sonst noch so für Erinnerungen? Ich will, dass er spricht wie Zombie von Heinz Rühmann. Ich hole schnell ein paar Zigarren und Formaldehyd. Geh weg! Ich will nicht, dass sich mein Zustand noch verschlimmert. Boah, armes Kerlchen. Was hast du sonst noch so für Erinnerungen? Ja, riech mal an. Geh weg! Ich will nicht, dass sich mein Zustand noch verschlimmert. Das verstehe ich. Du hast Probleme mit deiner Familie? Negativ! Bis auf meinen Papa sind das alles rückgratlose Krabbelkäfer. Oh. Fehlt Wanzen nicht das Rückgrat? Nicht in meinem Panzerregiment. Bei Gott, wer da kein Rückgrat hat, der kriegt es von meinem Vater gleich im Doppelpack eingepflanzt. Ein Doppelpack Rückgrat? Genau so ein Insekt war er. Unsensibel und brutal. Ach, er fehlt mir. Mir juckt gerade die Nase. Entschuldigt das Schniefen. Was ist mit deinem Vater passiert? Willst du das wirklich wissen? Nein, eigentlich nicht. Das war unsere bisher härteste Schlacht. Wir hatten unsere Position in einem schwer bewehrten Müllcontainer gesichert. Und dann kamen sie plötzlich aus dem Nichts. Wer? Die Reinigungskolonne. Reinigungskolonne! Ein sanitärer Angriff. Das ist wirklich hinterhältig. Ja. Der Geruch von Bleichmittel war überwältigend. Oh. Wir wären da alle mit dem Thorax nach oben rausgegangen, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Ich kann mich noch an seine letzten Worte erinnern. Los, raus, ihr Maden! Ach, er konnte so kurz und bündig sein. Oh, bin jedes Mal wieder bewegt. Ja. Jedes Mal? Och, Menno.
Wollen wir unsere Notizen zum Quiz abgleichen? Das unterliegt strengstens dem Geheimhaltungsprinzip. Wir haben die Freigabe vom Ministerium, das größer ist als du und Waffen hat. Na, was würdest du denn sagen, du kleiner Klugscheißer? Wir nehmen jetzt einfach mal A. Wir glauben, es ist A. Das ist wohl das Beste, was man von Zivilisten erwarten kann. Okay. Sir, bis später, Sir. Einfach mal die Beine baumeln lassen, Hundegesicht. Okay, da ist hier so ein Schwefelburger. Strulli. Strulli war hier. Ah ja, ich wusste, ich kenne den Geruch. Oh Mann. Okay. Tja, dann schauen wir uns mal an, was Sybil zu sagen hat. Hey, Sybil. Oh, hallo, Sam und Max. Was ist denn da draußen los? Nur ein kleines Stadtverschönerungsprojekt, das etwas aus der Bahn geglitten ist. Etwas. Ach, übrigens, wolltest du nicht ein Büro in der Nähe eines guten Restaurants? Ja, wieso? Nur so. Okay. Hast du mit Abe ein Rendezvous? Naja, wenn du es so nennen willst. Und wenn ich es so nennen wollte? Die unaussprechliche Obszönität jenseits des Alls, die auf der Schwelle zum Wahnsinn gackert? Ich glaube, mir ist Rendezvous lieber. Also, Freunde, ihr habt ja gemerkt, dass der Roboter Sybils Restaurant versetzt hat. Und jetzt ist es eben neben Stinkys. So. Und meinst du, du wirst in Zukunft noch mehr Rendezvous haben? Wer weiß. Ich bin keine Hellseherin. Aber hey, warte mal. Ich war einmal eine Hellseherin. Oder war ich Sporttherapeutin? Waren die Kugeln aus Kristall oder bloß entzündet? Okay. Bist du immer noch die Königin von Kanada? Wohl kaum. Ich dachte, sie würden sich darüber freuen, dass ich die USA annektiere. Aber sie haben eigentlich nur gemeckert. Oh Mann. Stagnierender Dollar hier, schädliche Kriminalitätsrate da, ineffizientes Gesundheitssystem, bla bla bla. Ich dachte, Kanadier würden nie meckern. Sie haben es auf ihre höfliche, passiv-aggressive Art gemacht, die alles nur noch schlimmer gemacht hat. Ja, okay. Weißt du die Antwort auf die Quizfrage? Dazu sage ich lieber nichts. Ich bin ziemlich wetteifrig. Geht in Ordnung, wir nicht. Und was glaubst du, ist die richtige Antwort? Wir glauben, es ist B. Gut zu wissen. Okay. Bis später, Sybil. Dann müssen wir jetzt noch Abe klar machen, dass es Abmarsch, C ist. Mr. Lincoln. Was geht, Herr Ex-Präsident? Hä? Ach, ihr zwei. Hast du ein Rendezvous mit Sybil? Ein Gentleman genießt und schweigt. Auf deiner MySpace-Seite steht was anderes. Hey, ich hab dich nicht als Freund aufgenommen. Wo ist dein Hut? Ich bin ein riesengroßer Steinkopf. Warum sollte ich einen Hut tragen? Um deine riesenkahle Steinstelle zu bedecken? Ich habe keine kahle Stelle, du kleines Würstchen. Soll das ein Witz sein? So groß wie ein Volvo. Wenn die Größenverhältnisse stimmen, ist es erstaunlich, dass Booth nicht von der Spiegelung geblendet wurde. Du wirkst nervös. Juckt es und du kannst dich nicht kratzen? Ich halte Ausschau nach diesem Ken Burns. Er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Hä? Wer ist denn Ken Burns? War das vielleicht dieser Mitarbeiter vom CIA? Wie heißen die hier? Vom Secret Service? Ja, genau. Das war, glaube ich, dieser Secret Service-Mitarbeiter, der Lincoln ja dazu benutzen wollte, Präsident zu werden. Also der Lincoln. Und wollte ihn dann beeinflussen, dass er quasi die Macht über Amerika hat. Das war, glaube ich, dieser... Wie hat er geheißen? Ken Burns? Irgendwie so. Glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher. Was machst du hier? Sybil meint, es wäre toll, an Stinkys Quiz teilzunehmen. Aber wie das gesamte 21. Jahrhundert ist es einfach nur ein wirres Durcheinander fremdklingender Schlagwörter, die unordentlich durcheinandergewirbelt worden sind. Stinky hat aus meinen Präsidentenmemoiren ein Spiel gemacht? Wollen wir unsere Notizen zum Quiz abgleichen? Nicht nötig. Abe und ich wissen, was wir tun. Jawohl, uns geht's gut. Das ist natürlich blöd. Helft mir hier raus, Jungs. Ach so. Wir glauben, es ist C. Okay. So. Bis später, AL. Repräsentieren. Dann schauen wir uns noch den Tresen an. Und dann schauen wir mal, ob das Quiz jetzt funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Hier ist gar nichts zum Anschauen. Hallo? Stinky?
Wir können... Ah, Spielzeugreiter. Aha, die verlost einen. Hey, das sieht aus wie eine der vier Actionfiguren der apokalyptischen Reiter. Ist es wohl auch. Quizfrage, aber mehr kann man nicht angucken. Seltsam. Kuchen! Was ist der Kuchen des Tages? Biberratte mit Sahne. Kaffee? Der ist auch schön grün. Das ist der gleiche, den Bosco hat. Hatte. Jetzt hat er keinen mehr. Ja, und das war's. Okay, dann reden wir noch kurz mit Stinky. Hallo? Hey da, Stinky. Falls das wirklich dein echter Name ist. Wer seid ihr zwei denn? Sam und Max, Freelance Police. Die Lieblingskunden des echten Stinky. So steht's zumindest auf unseren Kundenkarten. Die praktischerweise auch als Organspenderausweise fungieren. Ah. Oh ja, Sam und Max. Mein Opa hat mich vor euch gewarnt, als er mir das Restaurant überlassen hat. Wegen häufiger Gewaltandrohung und Zechenprellung. Er hat uns nicht vergessen. Ja, oh Max, du bist so süß. Was ist hier los? So viele Leute. Ein Quiz. Macht Spaß. Die meisten Leute geben damit an, wie wenig sie wissen. Ich gebe damit an, wie viel ich weiß. Klingt nicht so sehr nach Spielanreiz. Zeig, was du weißt. Oh, es gibt auch einen großen Preis zu gewinnen. Mhm. Was ist der erste Preis? Falls jemand gewinnt, kriegt er mein altes Erbstück. Kränklicher Mann auf einem Pferd. Bisher hat noch keiner was gewonnen. Meine ausgeklügelten Fragen sind für diese Affenköpfe einfach zu esoterisch. Ah ja. Affenköpfe? Wo? Das sagt man doch nur so. Okay. Wir würden gerne etwas bestellen. Alles ausverkauft. Oh. Was genau? Das, was ihr bestellen wollt. Können wir es trotzdem bestellen? Na gut. Okay. Wir hätten gerne das Tagesangebot. Sal, Condi Rice im Kickboxen mit dem Buddha. Thailändisch. Was ist da drin? Was soll das heißen? Was ist da drin? Oh Gott. Und zwar die pochierten Eier in Alufolie. Sal, bring mir den altnordischen Gott Thor in einem Terrarium und versohl ihm den Hintern. Ich hätte gern den Doppelburger in Keksteig gebacken, aber ohne Muscheln. Einen halben Doppelgänger in engen Hosen als Sologesang. Bitte? Könnte ich bitte das Wunder-Sondermenü mit Haschbraunen haben? Sal, zwei zitronige Sträßchen in mexikanischer Sackgasse mit einem Präriehund. Wir hätten gerne das Thunfisch-Sandwich mit extra Pfeffer und Pop-Rock auf Weißbrot. Sir, ich brauche einen Al Gore und Mariachi-Hosen auf einer Disco-Kugel. Wie Ihnen nur der ganze Scheiß einfällt, ne? Wir hätten gerne das süß-saure Salzwasser-Toffee. Sir, Julia Roberts, jag hier eine Kugel durch den Kopf und küss sie mit Andy Rooney. Mir ist, als würden meine kühnsten Träume ausgesprochen. Bitte was? Wir nehmen zwei Joghurts und ein Truthahn-Sandwich mit offenem Gesicht. Sal, zweimal reiner Segen mit einem Schlag Brady Culture. Das hat man schon, das auch. Und zwar die pochierten Eier in Alufolie. Sal, bring mir den altnordischen Gott Thor in einem Terrarium und versohl ihm den Hintern. Okay, da kommt, glaube ich, nichts Neues mehr. Wenn ich's mir genau überlege, ich bin auf Diät. Und wer ist Sal? Es muss der Koch sein, oder? Wie läuft's mit dem Geschäft? Naja, wenn es auch kein Rendezvous mit George Clooney in einer italienischen Villa ist, freue ich mich doch sehr, das alte Familienrestaurant wieder zu eröffnen. Die Leute weiter in Richtung ischämische Herzerkrankung durch Übergewicht zu bringen, ist ja auch Lohn genug. Andererseits ist George eine Augenweide und Fußweide. Meine Hunde bellen lauter als du, Fido. Den ganzen Tag rumstehen zieht dich doch runter, oder? Und wie? Ich bin dafür gemacht, auf Capri am Strand zu braten und nicht einer Bande nichtswürdiger ihren Braten vorzuwerfen. Bis dann. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, machen wir mal beim Quiz mit.